Moin zusammen, alles fit bei euch? Ja, bei mir auf jeden Fall. Und zwar ist das ein spontanes Video, was eigentlich hätte schon aufgenommen worden sein. Erkläre ich euch gleich. Erstmal wichtig, ihr seht ja vorne, ich habe noch geschafft, Metalli zu holen. Und zwar eigentlich dank Luca. Hätte Luca mir nicht gesagt, ich soll versuchen, nochmal Kofi Kingston, den ich als Pitbull hatte, zu prone, mein Elite. Hätte ich den, glaube ich, gar nicht gehabt. Wie gesagt, ich war anfangs... Elite plus plus und das hat mich dann krass auf Ultimativ im RD-Deck gepusht, was mich sehr, sehr stark verwundert hat, jedenfalls. Und um was es eigentlich gerade geht, wie gesagt, das ist eigentlich die zweite Aufnahme und zwar hatte ich dann den Matt Hardy ganz spontan eigentlich sozusagen in meinen besten Listen-Mosek reingepackt und ich bin dann auf Ultimativ geploppt, was mich auch stark überrascht hat. Also krasse Scheiße, also die beste bei drei Seiten, was hauen die raus, Alter? Also, es ist echt Hammer, ne? Also, ich war ultimativ plus plus. Hälfte. Hälfte, meine Freunde. Hälfte. Dann habe ich ihn reingepackt und da bin ich auf ultimativ geploppt. Also, ich hätte nicht gedacht. Und wie gesagt, ich bin ultimativ fast die Hälfte schon wieder, ne? Ja, also, krass Scheiß, was hier raushauen. Jedenfalls war das, was jetzt eigentlich hätte kommen sollen, nämlich mein ultimativ Pity Pool. Ja. Ist eigentlich schon passiert. Weil ich hatte die Aufnahme schon gemacht, dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt musst du nochmal kurz abbrechen. Hat mir dann aus Money in the Bank kurz 20 Pools geholt, weil ich nicht hier dauerhaft lange, ihr kennt das ja aber sowas, wie lange es dauern kann, was man denn zieht. So, hab dann aber vergessen, die Aufnahme zu starten. So, das heißt, ich kann euch jetzt eigentlich nur noch kurz zeigen, wen ich denn als Pity Pool gehabt habe und bekommen habe. Nämlich was... krasseres als die beiden eigentlich WrestleMania 33 Karten. Und zwar, das wisst ihr aus dem Event, und ihn bekam ich aus dem Pity Pool. Als mein ultimativ Pity Pool. So. Und ungefähr die Reaktion, die ich gehabt habe, war ungefähr, ja, so einzudeuten. Oh mein Gott! Ja, also so ein leicht weibiges Geräusch. Ich wollte es nicht gerne nachmachen, weil es ist, wie gesagt, kurz vor 2 Uhr abends. Ich bin vor einer Stunde fertig geworden mit Matt Hardy. Ja, also es ist einfach Hammer. Das heißt, ich kann den Prone, was richtig krass ist. Ich war schon extrem krass geflasht, dass ich zwei WrestleMania 33 Karten habe. Jetzt kann ich wieder eine wegschmeißen, weil ich einen Ultimate Pro habe. Es ist einfach krass. Ne? Und was noch viel, viel krasser ist, das kommt jetzt. Und zwar ist das hier vorne. Im Team, hammermäßig, wir sind Elite Motivativ von Team. Und zwar hat sich einer mich vorhin angeschrieben in den Kommentaren bei unserem Wir suchen einen neuen Member Video. Das ist der Army 2.2, der ist WrestleMania 33. Krasse Scheiße. Und wir sind vom Team der Care Ultimativ Plus. Das ist auch viel krasser. Und bei ihm hier vorne, also ich habe ja noch mit dem Teamzug schon geholt und Teamzug geschnackt ein bisschen. Das ist Hammer. Der Kerl ist Hammer, der ist cool drauf. Und ich muss echt sagen, für jemand, der mit seiner Deckstufe WrestleMania 33 in ein jetzt Ultimativ-Team geht und sagt, okay, ich scheiß drauf auf meine Karten, die ich mir oben holen könnte. Das verdient eigentlich nur Respekt und eigentlich nur Chapeau, mein Freund. Eine Verbeugung. Jetzt stell dir mal so eine Facecam hier oben vor, so wo ich rein Luki-Juki mache und hier Babuschelle, ne, Respekt klopfen, ne, weißt du Bescheid. Vielleicht sollte ich auch mal so einen kleinen Preis machen, so einen Babu-Burger des Monats oder sowas, den ich Leuten gebe, die wirklich krasse Aktionen machen. Ja, das ist eigentlich jetzt soweit passiert. Ansonsten hat, wie gesagt, Luca sein Metalli bekommen. Dann hat Tiger ist versucht es noch. Ich weiß nicht, ob er es noch schafft. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Event jetzt noch geht. Wird eng für Tiger. Dann hat Varo hat Ken Shamrock geschafft. Ne? Ansonsten, ich weiß gar nicht, habe ich hier schon automatisch aufgeführt? Boah, schade. Hätte sein können, ne? Dass ich das noch schaffe. Na gut. Ich glaube, Varo schafft es auf keinen Fall mehr, beziehungsweise Tigerchen. Ja, nee, ansonsten, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich leider das Ultimativ, also mein Pity-Pool-Ultimativ euch nicht zeigen kann. Wie gesagt, es ist leider dumm gelaufen, ich habe leider dumm vergessen aufzunehmen. Ich habe echt da rumgequiekt wie ein kleines Mastschwein, was gerade vorm Spanferkel-Modus steht. Auf jeden Fall finde ich krass, das heißt, ich werde meine Fusionskammer gleich nochmal abchecken. Ich glaube, ich werde meine Ultimativ-Fusion noch reinknallen. Krass kann sein, wenn ich jetzt dann auch noch Seamus rausbekommen sollte in 6 Tagen. Wichtig war erstmal, ich wollte euch auf jeden Fall erstmal zeigen, was ich hier noch heute Abend so krass geschafft habe. Und, ach, ganz wichtig noch, genau, fällt mir gerade ein, das Wichtigste überhaupt. Teammäßig haben wir noch einen Platz frei jetzt, also wer noch Interesse hat und das andere Video seht, ihr wisst,
kleines Update, nicht mehr Elite, sondern jetzt Ultimativstatus unser Team. Von der Deckstufe her, das heißt, ab Elite könnten wir rein theoretisch aufnehmen. Ne? Ultimativ wäre besser, aber schreibt in die Kommentare, wir gucken noch, was wir da machen. Ganz wichtig ist, wie gesagt, denkt dran, ihr solltet Teams bekommen und solltet auch ein paar andere Games zocken auf dem Computer, ne, dass wir so community-mäßig was zusammen Action-mäßiges machen können. Und wenn es Minecraft ist, irgendwelche Leute verhauen auf Gomme, ist es mir vollkommen Wumpe, aber ich sage mal, ich bin raus, haltet die Ohren steif, ne, und bis dann.